so oldschool, oder? Läuft die Kamera schon? Was sagt ihr denn? Ist die Jacke oldschool oder wenn nicht oldschool? Kann man die so tragen oder kann man die nicht tragen? Die hat hier so ein paar Löcher, kann ich mal zeigen. Die habe ich hier in meinem Keller gefunden. Die Jacke, die nehme ich jetzt nämlich wirklich mal mit hoch. Dann wasche ich die einmal und dann ziehe ich die nochmal an. Das war früher mal meine Bastelschrauber-Arbeitsjacke. Aber ich finde eigentlich, dass die ganz cool aussieht, auch wenn die so kaputt ist. So eine alte G-Star. Die hält auch wirklich warm. Die kannst du hier auch so enger ziehen. Weiß jetzt nicht, wie es geht, der Vorführeffekt. So, jetzt gehen wir mal kurz mit Enno und dann, ich habe eine kleine Information, Überraschung oder Schock für euch. Es gibt ja nämlich Neuigkeiten bezüglich des Autos. Jetzt gehen wir erstmal mit dem Enno. Ich suche gerade meine Brille. Fahrerermittlung. Schubidubi. Das Wort 2020 ist Schubidubi. Das Jugendwort? Nee, was ist das? Lost? Ach, wegen der Serie, was? Ich bin nicht so gut in Englisch. Aber Lost ist nicht mein, da ich nicht mehr jung bin. Bei mir ist Schubidubi. Da muss irgendein guter Duft dran sein, oder weiß ich. Vielleicht wollen ja die Zuschauer mal kommentieren, warum er das macht. Da rubbelt er sich da immer lang. Vor, zurück und da ist er wie jung. Als ob das ein Jungbrunnen ist. Oder so Schnauze an Schnauze stellen. So Leute, da seht ihr jetzt hier der Black Beauty und Silver Light. Ja, wie ihr seht, habe ich mir ein neues Auto gegönnt. Ich bin ja jetzt YouTube-Star geworden. Nein, aber jetzt ohne Witz hier. Die Innenausstattung sieht aus wie neu. Ich habe mir quasi ein neues Auto gegönnt, wirklich, aber eigentlich im Prinzip wegen Enno. Das gleiche. Für Enno kann ja Beifahrersitz, ja, ist eine Decke drauf hier, weil ihr seht, das schöne Leder soll nicht kaputt gehen. Und damit nicht die ganzen Hundehaare wie bei dem anderen sind, kommt hier die Decke rauf und hinten ist auch eine Decke. Für Enno kann er hinten oder vorne. Ich hole jetzt Enno auch mal rüber hier. Dennoch ist der Wagen ja nicht ganz neu. Das werdet ihr noch sehen, da gibt es jetzt praktisch doch so ein kleines Tuning. Weil die Lichter müssen von den alten zu denen, weil die sind hier leicht dunkel und verblichen. Dann ist das Dach bei dem hier nicht ganz in Ordnung und der Spiegel und der Scheibenwischer. Da müssen so Kleinigkeiten gemacht werden. Wir zeigen Enno mal das neue Auto jetzt. Und wie ihr wisst, ist der Enno fast genauso alt wie ich, damit er sich nicht umgewöhnen muss. Ich habe mich auch daran gewöhnt. Gleiche Frauen, gleiches Auto, gleiches Essen. Ich bin immer festgefahren. Enno, guck mal hier. Gleiche Auto wie vorher, nur neu. Und du musst dich umgewöhnen. Du musst jetzt hier auf einer Decke sitzen. Naja, das seht ihr, wird noch so schwierig werden. Deswegen habe ich da hinten auch eigentlich eine Hundedecke auch schon reingepackt, die da übrigens runtergehakt ist, die ich da noch einhaken muss, weil ich nicht so gerne habe wie bei den anderen, dass er so vollgemüllt ist und die Hundehaare, auch wenn ich Enno liebe. Manche Sachen ändern sich nie. Neues Auto, neues Radio, aber gleich eingebaut wie das andere. Man könnte es 3 cm mehr reinschieben, aber wir arbeiten dran. Und so kann es ja nicht, fällt es ja raus vielleicht, wenn ich da auf dem Weg nach Berlin bin oder so. Aber das Radio werde ich jetzt einbauen, also demnächst. Nicht jetzt heute Morgen, aber übermorgen, die Tage. Der Enno hat das neue Auto gesehen, ihr seht das neue Auto, ihr werdet da uns mit noch cruisen sehen. Ja, ich werde da noch die Lichter umschrauben und da muss ich mir noch Sommerräder holen, weil da sind Winterräder dran. Meine Felgen passen da nämlich gar nicht rauf, habe ich gesehen, weil ich habe bei den alten Wagen 4-Loch-Felgen und das sind 5-Loch-Felgen. Den habe ich für 500 € geschossen. Jetzt zeigen wir nochmal von außen für die Leute, oder? Dass sie mal sehen, dass da auch von außen ein Unterschied ist. So, zu meiner Rechten seht ihr den Silver Surfer. Hier, das Dach geht leider auch nicht, aber die Heizung hinten geht. Da sind schon Winterreifen dran, wie ihr seht, auf Stahlfelgen, auf extra designten Stahlfelgen. Bei meinen alten im Vergleich Ganzjahresreifen drauf, aber 4-Loch, die kann ich nicht wechseln. Ich muss ja die Macken gleich aufbenennen, weil das entscheidet ihr ja dann, die Zuschauer, was wir damit machen dann.
wo ich gegen den Baum gerollt bin. So, dann sieht man hier im Vergleich die Stoßstange, wie schön gerade sie da ist. Da habe ich mal mich in der Nase gekitzelt. Sieht auf jeden Fall besser aus wie bei mir. Hier sieht man diverse bei der Schwarzen, diverse Lackkratzer und da sieht es tippitoppi aus. Aber wie gesagt, es geht mir gar nicht ums Aussehen. Mir geht es persönlich motormäßig besser, sicheres Fahren für Enno und für mich ist. Und auch von außen seht ihr, sieht der Schwarze nicht mehr so toll aus. Was mir persönlich aber egal wäre, wenn er gut fahren würde. Ja, innen drin könnte er sauberer sein. Jetzt. Hinten sieht der Schwarze auch noch gut aus. Man beachte den sportlichen Auspuff mit Doppelrohr da. Das hat der andere nicht. Das ist alles limitierte Auflage. Was ich damit sagen will, das ist eigentlich alles eine Wertsteigerung. Also, du möchtest sagen, dass das eine Wertsteigerung ist? Ja, weil da ist die Hans-Hoffmann-Gang schon Monate drin gefahren. Ich behalte ihn erstmal. Aber ihr könnt in die Kommentare schreiben, ob es das interessieren würde, wenn wir den Wagen versteigern würden. Und dann würden wir gegebenenfalls ein YouTube-Video machen. Warte, der hat höchstens 50 Euro Wert. Das ist egal. 50 Euro ist ja ein Anfang. Aber wir wollen die Sache versteigern für einen guten Zweck. Entweder was für Behinderte oder Kinder im Hospiz. Ansonsten, wenn ihr sagt, das sollte nicht versteigert werden, dann behalte ich ihn erstmal, weil er ist ja noch angemeldet. Und dann habe ich ihn als Reserve, als Teilespender oder weiß ich was. So, jetzt gucke ich mal, wie Enno das geht. Aber man sieht ja schon von außen, die Scheibe schon beschlagen, wo seine Schnute ist. Er hat sich wohl schon gewöhnt an den Wagen. Enno, was sagst du denn? Ist der Wagen gut? Sieht gepflegter aus wie der andere. Aber das ist ja egal. Wichtig ist, dass er nicht gepflegter aussieht, sondern dass er sicherer fährt. Aber der andere fährt auch nicht unsicher. Ich bin ja damit auch gefahren. Ist keine gute Werbung für den anderen zu versteigern. Also die sollten nicht vorhaben, damit nach Teneriffa zu fahren oder weiß ich was. Weil da weiß ich nicht, ob die mit dem Wagen ankommen. Berlin, Hamburg habe ich gemacht. Muss man einen Schutzbrief haben oder ADAC-Mitglied sein. Sicher ist sicher. Ins Ausland wäre ich damit vorsichtig. Aber wer Bock hat, kann. 34 km/h auf der Autobahn zu schnell, ist natürlich scheiße. Lost. Ach, wegen der Serie, war das?